WB Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Nee, WB heißt ja schon Welcome Back. Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einer weiteren Folge Soul Mask. Checkt auf jeden Fall diese beiden QR-Codes aus, einmal für Discord und einmal für Instagram. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst gern ein Abo da. Ja, ich will nicht lang schnacken, wir starten sofort in den Part. Viel Spaß euch und let's go! Ja Leute, der letzte Part ist schon ein bisschen her und wir sind ja hier bei dieser kleinen Mine stehen geblieben, die uns Zinnerz gegeben hat. Und ich hatte euch ja gefragt, ob wir hier in diesen uralten Ruinen-Dungeon gehen sollen und ihr meintet ja. Ich werde mir jetzt da mal einen Wegpunkt hinsetzen und wir werden jetzt ja einfach mal dahin düsen und dann gucke ich, ob ich das alleine schaffe oder ob ich tatsächlich eine Begleitung brauche. Genau, also so viel dazu. Ich düse hin und wir sehen uns dann dort. Ich bin jetzt noch nicht ganz dort angekommen, aber ich habe jetzt hier tatsächlich auch ein weiteres Portal entdeckt. Ich steige jetzt mal ab und gucke, beziehungsweise ich glaube, ich muss es ja eh anklicken. Interaktion. Drücke und halte E. Flussportal erfolgreich aktiviert. Ja, sehr schön. Das heißt, wir brauchen für zu Hause eigentlich auch nur noch ein Portal, damit wir uns endlich mal porten können. Für alle, die es interessiert, das Flussportal ist genau hier unten, gleich neben dem uralten Ruinen-Dungeon. Aber weiter im Text, wir wollten ja da hoch. Jetzt ist hier eine Höhle. Ich weiß tatsächlich nicht, muss ich durch die Höhle oder muss ich es nicht? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, denn einen anderen Weg habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen. Plünderer sind hier. Und sie haben mich gesehen. Na, ganz großes Kino. Komm. Hör auf, dich zu heilen. Okay, einer ist schon mal weg. Lass mich zufrieden. Was soll denn dieser Angriff? Komm schon, und du irgendwas durch die Gegend schmeißerin? Oh. Hallo, steh doch auf. Oh, das war nicht geplant. Mein Gott, ich muss mich erstmal wieder reinfinden. So, jetzt hat. Das nehmen wir mit. Kommt alles mit. So. Okay, dann haben wir die drei schon mal weg. Vielleicht sollte ich mir die Bandagen mal hier auf den Platz legen und mich gleich mal verbinden. Also das ist halt da oben die Markierung. Ich weiß nicht, bin ich schon in dem Dungeon oder nicht? Keine Pläne. Moment, ich wollte eigentlich... Bleibt doch mal stehen. Mann, ich sehe nichts. Okay, Bogen finde ich irgendwie deppert. Na komm halt her. Und hör auf zu schmeißen. So. Du bist auf jeden Fall weg. Dann bist jetzt du dran, beziehungsweise ihr. Und was bist du eigentlich für ein Mopsi? Ach shit, irgendwie ist mein Speer kaputt. Und mir geht's nicht so gut, weil ich Hunger habe. Kann das sein? Oh, scheiße. Oh, das ist jetzt belastend. Wie gesagt, Leute, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das jetzt hier der Dungeon ist oder nicht. Plünderer Ruinenwächter. Muss ich vielleicht da mal drauf achten. Wenn sie irgendwann mal aufstehen würde. Toll, die Alte steht genau neben mir. Jetzt komm, steh auf. Ist blöd, dass ich jetzt wieder keine Waffe dabei habe. Wie kann ich das denn jetzt irgendwie ändern? Kann ich da raufklettern? Hallo, ich will da rauf. Mein Gott. Ha. Kommst du da hoch? Ach shit, da haben wir ja auch noch welche. Oh Mann.
Ich brauche eine Waffe oder irgendwas. Fuck, ich glaube, das wird so nix. Ich glaube, das wird so nix. Ich weiß nicht mal, wo der Ausgang ist. Wieso läuft sie nicht? Okay, ich werde hier wirklich abgemessert vom Feinsten. Mann, steh halt auf, du Behinderte. Danke. Ich muss hier raus. Oh, was ist hier? Öffnen. Oh, wow, na toll. Das ist wohl nicht der Ausgang. Lass mich rein. Kann ich es zumachen auch? Nee, aber sie haben mich wenigstens gerade in Ruhe gelassen. Okay. Wow, da kommt ja einer. Nein, was willst du? Geh weg von mir. Ich habe keine Zeit. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Was ist das bitte? Wer ist denn er jetzt? Oh Gott. Oh nein, da kommt noch einer. Hilfe. Ich habe doch nichts getan. Was schmeißt denn der eigentlich da? Ja komm, du solltest mal lieber den hier bekämpfen. Oh Gott, geht mir das schon wieder auf den Zeiger hier. Ja also, genau, bekämpf die Dinger. Super machst du das. So, und ich kann doch vielleicht hier mal irgendwas looten. Nimm das Zeug. Leider keine Waffe. keine Waffe. Ach so, er haut mich also einmal an. Kann ich das irgendwie so kaputt machen? Oh Gott, das bringt ja mal gar nichts. Scheiße. Also ich glaube, das wird nichts. Und ich habe ja auch gar keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Also wartet mal, die Kiste habe ich. Hier ist eine Tür auf. Bin ich durch die gekommen? Ich glaube schon. Und sonst gibt es keine Kiste. Dann gehe ich jetzt da lang. Lass mich durch. Oh, das ist wie in so einer Pyramide, ne? Findet man denn hier echt keine Waffen? Komm schon. Oh mein Gott, da ist da noch so ein Teil. Werden die irgendwie größer? Oh mein. Öffnen, öffne dich. Sesam, öffne dich. Oh, hier ist eine Falle. Kann ich drüber springen? Ja. Öffnen. Um die Tür zu... Müsst du einen Mechanismus aktivieren. Den hier? Nö, scheint nicht. Ach Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Warum bin ich aber auch so blöd? Ich kann natürlich nichts herstellen. Das ist doch so scheiße. Das ist so belastend. Und ich glaube, sie sind aber jetzt gerade weggedüst. In der Nähe ist Gefahr. Wo? Ich sehe keine Gefahr. Hallo, mach auf. Mann. Ach so, der. Nee. Öffnen. Oh, was haben wir hier? Ach so, das ist wieder so ein Teil. Kommt der? Und was ist hier? Keine Ahnung, ey. Hey, ich kann den so kaputt machen. Schlachterfehlfunktion. Dann machen wir das doch mal. Jetzt ist er gleich kaputt. Juhu. Und was hat er? Metallblock und Sonnenstein mit unzureichender Energie. Super. Das haben wir gebraucht, ne? Was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Eine Niete. Welche benutzen wir? Links, straight oder rechts? Ich glaube, ich will links reingehen. Was ist das? Geil, wir gehen außen rum.
Muss ich irgendwas hier oben machen? Oh mein Gott. Es fehlen Pfeile. Hier, bitteschön. Geht nicht rein. Geht das rein? Ja. Aha. Okay, tatsächlich. Das hat funktioniert. Vielleicht... Ach so, die Tür ist jetzt auf. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Krass. Aber halt nirgendwo irgendeine Waffe. Hier ist auch noch mal was. Okay, und jetzt, was ist das hier? Halte für Erhalt. Was habe ich jetzt bekommen? Mystischer Steintisch. Noch einer. Ein mysteriöses Instrument, das von einer uralten Zivilisation hinterlassen wurde. Ein Modifizierungsteil für den mystischen Steintisch. Kann damit aufgewertet werden. Okay. Ja, gut. Oh Mann, bin ich schwer oder was? Ja, tatsächlich. Was machen wir denn da jetzt? So, jetzt sind wir auf jeden Fall leichter, aber leider auch nicht so leicht. Mann. Naja, mehr geht irgendwie nicht. Blöd. Oh mein Gott. Ach, das war dieses Fallending am Boden, ne? Und unter mir sind auf jeden Fall welche. Ah. Oha, das bringt ja gar nichts. Kommt der hier hoch? Oh Gott, ich hoffe nicht. Please not. Lass mich durch. Ist das eine Falle? Keine Ahnung. Wir springen einfach drüber. Öffne dich, Sesam, öffne dich. So. Oh mein Gott. Nein, hier sind viel zu viele. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Der strahlt mich an, Leute. Oh Gott, ist das hier der Boss? Kann das sein? Oder was ist hier los? Ich kann nicht so schnell laufen. Ich will diese Kiste. Oh mein Gott. Irgendwie ist der hinter mir her. Öffnen mich... nicht möglich. Kannst du mal damit aufhören? Nein, 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 nein. Ah! Komm, wir hauen ihn jetzt auch so platt. Scheiße, das wird nix. Wie könnte man den sonst noch kaputt machen? Hier, mit dem Hackmesser. Weg mit dir. Boah, das hilft ja mal gar nichts. Und wenn ich ihn schlage? Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich bin gestorben. Blöder Schlachter. Schreibt mal in die Kommentare, ob das der Boss war. Hey, was ist denn das hier? Achso, das sind die ganzen Spawn-Punkte. Ich möchte bitte an mein Leuchtfeuer. Gut, wir sind wieder zu Hause. Und belastenderweise... Wo war es denn jetzt? Oh, da ist ja auch noch mein Alpaka. Shitty. Belastenderweise haben wir es nicht geschafft. Wie gesagt, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ist jetzt der Höhleneingang der Eingang zu dem Dungeon? Ja, offensichtlich, oder? Und was nehme ich am besten mit, um diese ganzen Dinger zu besiegen? Soll ich Kämpfer mitnehmen? Soll ich alleine gehen? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber damit der Part jetzt nicht irgendwie komplett... sinnlos war, würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall nochmal hier zu diesem Barbarenlager und ich kümmere mich darum, dass ich da den Rest der Karte freischalte. Jetzt muss ich nur gucken. Wartet mal, wo waren denn meine ganzen Waffen? Die waren hier hinten drinne. Also einmal da rein. Und hier habe ich wenigstens noch eine Knochenklinge. Die nehmen wir mit. Warte mal, hä? Bitte einmal dorthin. Vielen Dank. Wo ist mein anderes Alpaka?
Hier, hat aber keinen Sattel. Ich hatte nur eins. Stimmt, Mist. Das heißt, ich muss tatsächlich so hinlaufen. Ich finde es immer echt bemerkenswert, wie steil die in so einem Spiel klettern können. Würde ich eigentlich auch gern können. Nein, fall nicht runter. Geh rauf. Bitte, nicht jetzt auch noch das. Wir sind gleich da. Kannst du schon stehen? Nö. Geh rauf. So, aber jetzt. Wehe, diesmal schaffe ich das nicht. Ich werde mit Fäusten kämpfen. Wahrscheinlich. Damit ich den nicht so wie beim letzten Mal umhau. Da ist der Speer. Der Hund muss weg und der Barbar. Kommt mal her. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr dabei. Das ist natürlich doof. Komm her. Okay, also die kann ich so gut wegmachen. So, und du? Ja, komm her, lass dir halt eine mitgeben. Oha, und das macht gleich wieder so viel kaputt. So viel an seiner Gesundheit weg. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Oh mein Gott. Why? Okay, Leute, also es tut mir wirklich leid. Der Part ist echt für ein A. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wenn ihr Bock habt, dass wir den Dungeon zusammen machen, dann kommt auf meinen Discord-Server. Da haben wir nämlich einen eigenen Soulmask-Server, auf dem wir das machen können. Und natürlich könnten wir es dann auch aufnehmen. Aber ja, ich glaube, dass ich den Part an der Stelle dann auch beenden werde. Ich hoffe natürlich, ihr hattet trotzdem euren Spaß, wie dämlich und naiv man wieder sein kann, in diesen Dungeon zu gehen ohne mehr Waffen. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Bye, bye.